Hallo ihr Lieben, nach einer etwas gescheiterten Experimentierphase zu diesem Video möchte ich heute beginnen, ein Video zu meiner Tagesroutine aufzunehmen. Ich starte dazu hier auf meiner Terrasse, auf Mallorca. Ihr seht, ganz klassisch eine Künstlerterrasse. Meine Bilder stehen hier draußen, die Menschen können sie sehen. So sieht das bei mir hier aus. Diese Wohnung habe ich hier in Port Andratx gemietet und bis auf die vielen Menschen hier geht es mir hier sehr gut. So, ich komme gerade, wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen außer Atem und verschwitzt vom Sport. Hey! Ich habe bis jetzt noch nichts getrunken und natürlich auch noch nichts gegessen. Wir haben jetzt 10 Uhr am Morgen. Ich bin um 6:30 aufgestanden. Habe meditiert, habe meine Social-Media-Accounts gefüttert, war bei Facebook, war bei Instagram, habe meine Kommentare auf YouTube gecheckt. Dann habe ich noch ein bisschen mit Simba gekuschelt, den Garten gegossen und jetzt bin ich hier bei mir zu Hause. Nachdem ich eine Runde bei uns hier im Hafen flott gelaufen bin, also ich jogge nicht, sondern ich gehe sehr schnell. Joggen finden meine Knochen, meine Gelenke nicht so prickelnd. Habe ich als Teenie gemacht, habe ich als junge Erwachsene gemacht und jetzt brauche ich das nicht mehr. Aber flottes Laufen ist super. So, und jetzt werde ich nach Stretching, Laufen, Aufwärmen vor allem essen und trinken. Denn das kurbelt ganz, ganz ordentlich den Fettstoffwechsel an, den Kreislauf an, verbrennt alte und tote Zellen, schickt sie raus in den Darm, dass sie da raus dürfen aus dem Körper. Jetzt werde ich mir eine Zitrone gönnen. Die habe ich heute Morgen schon beim Gießen im Garten gepflückt und das zeige ich euch gleich. So ihr Lieben, das ist die Ernte heute Morgen von meinen beiden Zitronenbäumen, die hier in dem von mir gemieteten Garten wachsen. Ist das nicht eine Pracht und Wonne? Also ich erhalte mir die Zitronen so lange wie möglich und ich verlinke euch mal oben einen Gartenrundgang, den letzten Gartenrundgang hier auf der Insel. Meine Zitronen im Garten sind riesengroß und sie haben, wie ihr sehen könnt, eine dickere Schale. Das sind eben Bäume, die Nacht und Nebel und Kälte und Hitze ausgesetzt sind. Die machen eine deutlich dickere Schale als die gezüchteten Bio-Zitronen, die so gehätschelt und gepflegt werden. So scheint es mir jedenfalls, also das ist meine Erfahrung hier. Und meine Zitronenbäume sind halt schätzungsweise 70 Jahre alt. Die machen diese tollen Zitronen, die ich täglich auch mindestens ja einmal komplett esse. Ich presse mir jetzt diese 1,5 Zitronen aus. Die habe ich gestern Abend noch in meinen Salat getan zur Hälfte. Also mit allem, mit Schale, mit Weiß, mit Fruchtfleisch. Das ist jetzt ein bisschen angetrocknet und die 1,5 Riesenzitronen presse ich mir jetzt und trinke sie gleich, quasi auf nüchternen Magen. So ihr Lieben, das ist jetzt der Saft von 1,5 meiner Riesenzitronen. Normalerweise habe ich die Hälfte oder 2/3 von dieser Menge, aber heute habe ich das Gefühl, ich brauche das mal, denn Vitamin C ist ein enormer Booster für den Verdauungstrakt, für die Zellen, das ist Lichtkraft pur, für alle, die meine Lichtkraft lieben. Und das bringt einfach total viel Lebendigkeit in den Körper. Wie ihr wisst, Zitronen sollte man immer nur bei Zimmertemperatur trinken. Wenn ihr sie im Kühlschrank aufbewahren müsst, gerade bei Sommerhitze, wenn sie zu schnell, gerade die Bio-Zitronen, dann schimmelig werden, maximal etwas lauwarmes Wasser hinzugeben, dass es nicht eiskalt ist, das mag die Leber nämlich gar nicht. Und ansonsten, wenn es zu heiß ist, dann ist das Vitamin C als erstes verschwunden und danach ganz, ganz viele andere wichtige Nährstoffe, Enzyme und so weiter. Also Zimmertemperatur ist das Allerbeste für den Körper und für die Nährstoffe. In dem Sinne, auf den nüchternen Magen getrunken, anders als die meisten denken. Es ist zwar Säure und zwar eine der stärksten Fruchtsäuren überhaupt und dennoch ist es die einzige Pflanze auf der Welt, die in unserem Körper
aus Säure Base macht. Also sie macht den Körper basisch. Und das ist etwas, das wir uns dringend wünschen, denn unsere alltägliche Nahrung in dieser zivilisierten Welt ist viel zu säurehaltig. Ob Kaffee, Zucker, tierische Produkte und. Ich habe mich ja jetzt langsam über anderthalb Jahren der veganen Rohkost verschrieben. Bei mir ist das alles aus dem Speiseplan raus, bis maximal einen entkoffeinierten Kaffee in der Woche. Ansonsten bin ich super basisch und das hilft mir, noch basischer zu werden und die ganzen Alterserscheinungen nach 50 Lebensjahren Stück für Stück wieder rückgängig zu machen. Also, auf euer Wohl, Prost und nachher geht's weiter. Was ich auch gerne zeigen möchte, das sind jetzt die Reste von meinen anderthalb Zitronen und die gebe ich jetzt in meinen neuen Bokashi. Der steht hier in der Ecke in meiner Küche und er verarbeitet meine ganzen Lebensmittelreste. Also ich rede hier wirklich von Lebensmitteln, also Pflanzenreste. Das kommt alles da rein. Es riecht auch sehr intensiv, aber überhaupt nicht schlimm, sondern nach Essig. Und ihr seht diese kleinen Krümel da oben. Das sind die Mikrobakterien, die hier in diesen Bokashi-Flocken leben. Und die machen sich jetzt nachher, wenn ich den einmal wieder zugemacht habe, über die Lebensmittel her und verarbeiten sie. Nach ein paar Tagen kommt hier unten, jetzt habe ich Bokashi-Reste in der Küche, auch schön, kommt hier unten, Entschuldigung, Flüssigkeit heraus. Das ist quasi schon mal der Saft der effektiven Mikroorganismen, den sie quasi aus den Essensresten gewinnen. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr euch im Internet darüber informieren. Da gibt es Leute, die machen da ganz, ganz tolle Videos zu. Und ich mache jetzt einen Deckel zu und lasse quasi hier weiter unten laufen. Und wenn das fertig ist unten, dann verdünne ich das mit Wasser und dann kommt das direkt an meine Pflanzen als Dünger. Wundervoll. So ihr Lieben, ihr seht, ich bin in einem neuen Outfit. Jetzt geht's los mit meiner nächsten Tagesroutine, nämlich dem Malen. Mein Office mache ich meistens am Morgen. Da bin ich organisatorisch und strukturiert zugange und kann viel, viel besser am Computer arbeiten als den Rest des Tages. Und deshalb zeige ich euch mal, ich bin hier gerade in meinem Atelier. Es ist ein wunderschönes, buntes Chaos, wie ihr euch sicher denken könnt. Also wer in einem Atelier Ordnung hat, ist mir suspekt. Hier seht ihr, was ich gerade mache. Ich bin gerade dabei, neue Pullover zu machen und neue Engelbilder, ein paar Lichtkraftzeichen. Ja, und bevor ich dann gleich anfange, werde ich jetzt erstmal meinen Smoothie trinken. Ich bin jetzt draußen im Garten. Hier werde ich meinen Smoothie trinken. Ich mache mir normalerweise alle zwei Tage einen frischen Smoothie. Und zwar 1,5 bis 2 Liter und die trinke ich dann über 2 Tage verteilt. Ich weiß, dass es viel sinnvoller wäre, den jeden Tag frisch zu machen, aber irgendwie hat es sich bei mir so eingespielt. Das heißt, ich habe an einem Tag mehr zu tun, am anderen Tag weniger und finde das auch total gut. Ich bin hier draußen in meinem Außenatelier. Ich werde also heute, je nach Temperatur, es ist mittlerweile sehr, sehr heiß hier auf Mallorca, draußen arbeiten. Jetzt am Morgen, so zwischen 10 und 13 Uhr, kann ich super im Schatten des Zitronenbaumes malen. Ach, ich liebe ihn. Wir haben ja 2 davon hier im Garten. Und dann irgendwann wird es hier draußen einfach zu heiß, gerade am späteren Nachmittag, auch wenn ich hier ganz dekorativ ein kleines Sonnensegel schon mal aufgebaut habe. Dann gehe ich ins Atelier und male da weiter. Da habe ich auch etwas mehr Ruhe. Ihr hört, es ist ziemlich laut in Port Andratx. Ich habe hier 2 Baustellen. Also darf ich mich als Hochsensibel hier immer wieder schön zentrieren und den Lärm einfach an mir abgleiten lassen. Jetzt aber auf euer Wohl. Ich liebe meine Smoothies, also ganz viel aus dem Garten. An Kräutern, Eiskraut, Zitrone, dazu Banane.
Zimt, ein paar Superfood-Pulver. Ich werde nachher mal einen kleinen Rundgang mit euch durch die Küche machen und euch ein bisschen zeigen, was ich abwechselnd immer in meine Smoothies reintue. Aber jetzt werde ich erstmal frühstücken. Es ist fast 11 Uhr und ich habe echt Hunger. Aber ich finde es auch total schön, dass ich es geschafft habe, anderthalb Jahre mein intermittierendes Fasten durchzuhalten. Und es tut mir wahnsinnig gut. Also abends spätestens 20 Uhr den letzten Bissen essen und morgens so gegen 11 Uhr dann zu frühstücken. Also das erste, naja, mit Smoothie fast feste Essen. Alles weitere dann später. Jetzt geht es los mit dem Malen an einem neuen Sternentorbild, das ich schon vor einigen Wochen begonnen habe. Es ist das Sternentor der neuen Wege und vielleicht bekomme ich es heute fertig. Ich habe ein paar Visionen dazu noch bekommen. Es hat eine Weile gedauert, denn ich muss ja bei jedem Sternentor erstmal selber die Energie erfahren und ich bin in diesem Jahr schon so viele neue Wege gegangen. Ich glaube, jetzt ist die Energie durch. Vielleicht bekomme ich heute auch noch die Botschaft. Das wäre natürlich ein Riesengeschenk für mich. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Malen hier unterm Zitronenbaum. Und ja, bin neugierig, was der Tag noch bringt. Zu meiner aktuellen Tagesroutine gehört es auch, den Simba zu bürsten. Ne? Schatzibia. Mein kleinen Buddy. Simba hat mich von Ibiza hierher begleitet. Ich habe ihn zusammen mit Cyranus damals quasi am ersten Tag, als wir auf Ibiza ankamen und eine Bekannte besucht haben, getroffen. Wir haben uns verliebt, Simba und ich. Genau. Und ja, er hat mich im wahrsten Sinne durch dick und dünn begleitet in allen meinen guten und schlechten Zeiten. Jammert immer. Also Simba kann nicht maunzen. Simba, ja, der meckert. Der findet das zwar ganz, ganz toll und schnurrt auch wie verrückt, aber jeder, der ihn hört, denkt, er motzt. Es ist ein kleiner Motzbär. Simba-Scherz. Ja, das gehört mit zu meiner Tagesroutine. Wir haben jetzt Ende Juni und es ist warm und das Fell muss raus. In diesem Sinne. Ich kuschel noch ein bisschen mit Simba. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag im Garten gearbeitet, an meinem Sternentor. Jetzt kommt langsam der Hunger. Wir haben etwas kurz nach 14 Uhr. Die zweite Mahlzeit des Tages steht an. Und ich werde jetzt mit euch in den Garten gehen, um euch zu zeigen, was ich da pflücke für meinen leckeren Salat. So, jetzt sind wir in meinem Garten. Und das Erste, was ich immer pflücke, ist dieses wundervolle sogenannte Eiskraut. Ich weiß, wie das heißt, weil mir das eine Freundin von YouTube verraten hat. Die hat mir nämlich erklärt, nach meinem letzten Gartenrundgang, dass ich hier dieses wundervolle Eiskraut habe. Das ist super lecker und ihr seht, es hat zauberhafte Blüten, man kann es komplett essen. Die Insekten lieben es. Ihr seht die Bienen, ach, es ist herrlich, herrlich, herrlich. Und ich lasse es auch so lange wuchern, bis es meine anderen Pflanzen überschattet. Dann wird es rausgenommen. So, es kommen hier zwei Tomaten dazu. Muss mal aufpassen, dass nicht die Hälfte runterfällt. So. Hier haben wir noch mehr Tomaten. Ihr seht, langsam sind die Tomaten auch durch. Also es gibt immer noch ein paar. Das sieht man hier, die etwas werden. Aber es ist jetzt, obwohl ich natürlich gieße, immer noch einfach zu trocken. Der ganze Sommer war, das ganze Frühjahr war extrem trocken und ich habe kaum was ernten können. Ein bisschen Löwenzahn habe ich jetzt noch abgeknipst.
Hier wächst jetzt gerade mal nichts anderes. Oh, da war ein schöner Zitronenfalter. Dann hole ich mir jetzt, ich lege erstmal mein anderes ab. Das ist übrigens meine Insektentränke und Katzentränke. Jetzt habe ich hier etwas frisches Basilikum selbst gezogen. Und es fängt endlich an, wirklich auch zu wachsen. Ich habe es schon vereinzelt, aber ich lasse jetzt einfach alle Stämmchen drin. Dann habe ich Zitronenthymian, der auch immer wieder in meinen Salat reinkommt. Oh, großartig. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, dann werde ich nachher noch die eine oder andere Physalis pflücken von meinem Strauch. Natürlich habe ich noch Zitronen, dann gibt es noch ein paar andere Kräuter. Hier hinten haben wir Orangen, Minze, auch sehr, sehr lecker für den Salat. So ist mein Salat immer sehr aromatisch. Hier ist noch etwas Basilikum und etwas Zitronenmelisse. Hier sieht man aber auch, dass die Zitronenmelisse neben der blöden weißen Fliege, die ich hier nicht in den Griff bekomme, auch etwas leidet. Ja, und dann werde ich noch ein paar Erdbeeren pflücken. Es sind noch ein paar letzte Erdbeeren da. Und dann mache ich mich drin an die Zubereitung. Bevor ich jetzt mein Mittagessen zu mir nehme, nehme ich 2 Kapseln meiner aktuellen Parasitenkur. Ich habe dazu schon Videos gemacht, die verlinke ich euch mal oben. Und zwar ist das die Parasitenkur von Markus Rotkranz, die ich jetzt seit fast 2 Monaten nehme, mit der ich super zurechtkomme. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie mir sehr gut tut und sehr gut hilft. Dann nehme ich meistens, vor allen Dingen, wenn ich mich konzentrieren möchte, gerade zur Mittagszeit, selten später, mein Hevil 3.1. Das ist von der Firma Lovey Lights. Das nehme ich jetzt seit 4 Jahren, also viele, viele andere Produkte auch noch. Aber das ist jetzt so meine Mittagsroutine. Dann nehme ich 2 Hübe unter die Zunge. Da ist unter anderem Grapefruit-Kernextrakt drin, das das Immunsystem stärkt. Das liebe ich sehr, das nehme ich schon seit 20 Jahren. Und da ist es halt in einer Mischung, die die Energie hochfährt, wenn man zu wenig hat, und die runterregelt, wenn man gestresst ist, genervt ist, übermäßig unter Druck steht. Für mich ist es als Hochsensible einfach genial, dass ich meine Mitte wiederfinde, wenn ich sie mal nicht habe. So, und dann habe ich im Moment ein liposomales CBD-Öl, das ich auch nehme, gut schütteln, einen Hub unter die Zunge, bleibt jetzt eine Minute da drunter, dann lasse ich das ein bisschen wirken. Gerade die Parasitenkapseln sollten so ungefähr 10 Minuten im Körper wirken können, bevor man isst. Ja, und dann fühle ich mich erstmal super versorgt, weil mein Mittagessen sowas von frisch ist und so lecker und so gesund. Vegan, zuckerfreie Rohkost ist für mich einfach das Allergrößte, tut meinem Körper super gut. Aber da mache ich natürlich im Laufe der Zeit auch noch eigene Videos zu. Und ihr könnt natürlich unten gerne mal schauen. Da habe ich das ein oder andere Rohkostvideo drin. Und ich verlinke euch mal so mein letztes Resümee der veganen Rohkost oben, was sie mit mir macht. So, und jetzt freue ich mich auf mein Mittagessen. Nun denn, das ist mein heutiges Mittagessen. Ich habe meistens mehrere Gänge. Und zwar fange ich mit dem Obst an. Die Erdbeeren und Physalis sind aus meinem Garten. Kirschen sind gerade saisonal im Bioladen. Unglaublich lecker. Dann habe ich noch, wie ich ja vorhin schon erzählte, Reste von meinem Smoothie, die ich dann danach trinke. Also ich fange mit Obst an. Dann, falls ich noch Smoothie trinken möchte, kommt der dann danach. Dann gibt es den Salat. Und ihr seht hier, da ist eine Kurkuma-Soße. Hier ist noch ein bisschen im Glas. Das ist ganz viel Kraut und Gemüse aus dem Garten.
und tatsächlich dann auch Kurkuma. Da mache ich mir dann mit etwas Nussmus oder eingeweichten Nüssen eine leckere Soße und auch einen Aufstrich. Und das kann man natürlich immer wunderbar verlängern. Ja, und auf meinem Salat gibt es jetzt hier neben dem Eiskraut, den rosa Blümchen und dem saftigen, salzig-sauren, wundervollen Kraut, das im Garten wächst, meine selbstgezogenen Tomaten. Es gibt eine kleine Gurke, die habe ich noch gefunden an meiner neuen Gurkenpflanze. Es gibt rote Beete, es gibt Sauerkraut, ganz viele Kräuter, ein paar Pinienkerne. Ja, das ist mein Salat. Und zum Abschluss als Dessert mein Hafercrunchy. Da gibt es auch ein Rezept, das verlinke ich euch mal unten im Blog. Das ist auch alles jetzt rohköstlich, vegane Rohkost, zuckerfrei. Die Hafercrunchies werden mit Erythrit oder Xylit gemacht, mit Kakao, Butter, Kokosöl, Haferflocken, glutenfrei, dann ein bisschen Kokosmehl, Nüssen, super, super lecker. Ja, das ist mein Mittagessen, das ich jetzt draußen im Garten genieße. So, ihr Lieben, Abschluss meines köstlichen Mittagessens ist jetzt eine Spezialität von mir, die schon oft angefragt wurde, wie ich die zubereite, nämlich mein geliebter Getreidekaffee mit Kokosreismilch. Und ich mache mir jetzt einfach den Spaß und mache ein kleines To-Do-Video. Also, ich liebe Getreidekaffee. Man bekommt die mittlerweile überall. Und meine schöne Engeltasse ist ein Geschenk von einer ganz lieben Freundin, der Barbara. Bei mir reichen normalerweise 2 Teelöffel. Manchmal mache ich noch ein bisschen entkoffeinierten, löslichen Kaffee hinein, aber das nur, wenn ich mich viel zu müde fühle, weil bei mir schon ganz wenig hilft, um wach zu werden. Ein bisschen Rohkost-Kakaopulver und ich habe jetzt im Moment die große Freude, das zu testen. Super lecker. Ist eine, wie soll man sagen, ganz besondere Süße, die ja für mich Luxus bedeutet, aber ich musste es unbedingt mal ausprobieren. Markus Sweets von Markus Rotkranz, das ist ein Pulver, das besteht aus Erythrit, was ich ja sowieso immer verwende, und der Mönchsfrucht. Also unglaublich lecker, sehr karamellig und das mag ich sowieso sehr gerne. So ein bisschen von der Karamellisierung, ähnlich wie der Kokosblütenzucker. Also ich finde es großartig, aber wie gesagt, das ist natürlich einiges kostbarer als Erythrit. Aber ab und zu, weil Essen für mich immer Luxus ist und ich, wenn es mal gut läuft im Geschäft, einfach mal was Neues, Schönes, Leckeres ausprobiere. Deshalb das da. So, und dann kommt heißes Wasser dazu. Ich bin ja ein Schleckermäulchen, ich brauche Milch und das ist jetzt hier von Müller. Ich habe im Bioladen Kokosreismilch, die ich liebe und ab und zu komme ich mal zu Müller. Leider gibt es hier kein DM, was ich sehr vermisse. Das ist mein absoluter Favorite Shop in Deutschland. Immer wenn ich da bin, nehme ich mir ein paar Kleinigkeiten mit. Und das ist mein super leckerer Getreidemaiskaffee. Oh, der Hammer. Und ich liebe es eben mit Zimt. Manchmal mache ich noch ein bisschen echte Vanille rein. Und das ist sozusagen jetzt mein Nachtisch. Ich bin aber generell, jetzt stelle ich mal die Kamera wieder etwas höher, totaler Fan von Trinken. Und zwar pures, reines Wasser. Das ist eine Flasche, die habe ich geschenkt bekommen. Ich glaube, die ist von Vita Juwel. Da sind tatsächlich grüne Opale und Bergkristall drin. Ist das nicht schön? Das ist so eine Trinkflasche. Ich habe eine neue Wasseranlage. Da mache ich mal ein eigenes Video dazu. Also wenn ihr da Lust dran habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben.
Was ich im Sommer sehr gerne mache, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, für diejenigen, die es noch nicht kennen, Tee trinken. Ich sammle im Garten meine Kräuter, die ich liebe. Zum Beispiel hilft Salbeitee sehr gut dabei, die Hitze zu regulieren. Das ist eine tolle Pflanze, einerseits, wenn man zum Beispiel unter Wechseljahresbeschwerden leidet, also unter den berühmten Hitzewallungen, da hilft es enorm gut. Und Salbei ist für mich auch als Hochsensibelchen mit starken Reaktionen des Magens ganz toll, weil Salbei eben auch entzündungshemmend ist. Und wenn ich früher zu viel Stress hatte, dann zu viel Zucker und Fett gegessen habe, hatte ich immer Entzündungen bis hin fast schon zu Magenschwüren. Zum Glück ist der Kelch an mir vorübergegangen. Ich habe früh genug die Kurve gekriegt, aber trotzdem ist und bleibt Salbei eine meiner absoluten Lieblingspflanzen. Ich trinke mal locker am Tag 3 Liter Wasser bzw. Kräutertee und bin immer sehr darauf bedacht, mindestens 1 Liter ganz klares Wasser zu trinken. Ich habe das schon oft in meinen Videos gesagt, klarstes Wasser, also so rein wie möglich, so wenig belastet wie möglich, hilft den Zellen dabei, eben den ganzen Mist loszuwerden. Die ganzen Vergiftungen aus Umweltgiften und Nahrungsgiften, die wir so zu uns nehmen und die durch unseren Stoffwechsel sowieso passieren, da kann ich wirklich nur sagen, gutes Wasser, ob ihr es jetzt einkauft oder ob ihr eine Wasseranlage habt, die so viel wie möglich rausfiltert, ist einfach essentiell für unseren Körper, für unsere Gesundheit. So, und ich male jetzt weiter. Es ist 16.30 Uhr. Der Nachmittag schreitet voran. Von einem blitzeblauen Himmel sind wir jetzt zu einem bewölkten Tag übergegangen. Und ich finde es super, weil es dann nicht so brüllend heiß ist. Ich bin immer noch draußen, habe weiter fleißig an meinem Sternentor gemalt. Steht gerade Kopf. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Details fertig machen. Die beiden Engel, die vorher noch im Atelier lagen heute Morgen, habe ich mit rausgeholt und weiter gemalt. Zwischendurch muss ich einfach diese schönen, klaren, einfachen Engel malen mit einem leuchtenden Engelsegen. Meistens begleiten sie mich auf meinen Seminartouren und werden dort dann verkauft an die Menschen. Ja, und so langsam merke ich, dass ich ein bisschen müde werde und das ist toll. Ich freue mich dann gleich, drinnen weiter zu malen. Mit zu meiner Tagesroutine gehört es natürlich auch, andere Dinge zu tun als nur zu malen, denn ich mache aus den Bildern, die ich male, die ihr hier um mich herum seht, auch immer mal wieder schöne Produkte. Zum Beispiel kann man von meinem Sterntor der Lichtkraft Kissenbezüge kaufen in meinem Shop spirituellekunstdrucke.de, den ich mit meiner Freundin Beate zusammenleite. So, und jetzt habe ich hier neue Produkte bekommen und die möchte ich mal zusammen mit euch hier auspacken. Das ist sozusagen ein Unboxing-Video, wie man das auf YouTube ja gerne nennt. Und wie ihr seht, ich bin nicht die Einzige auf diesem Planeten, die es schafft, sehr kreative Pakete zu packen. Denn wer schon mal von mir ein Paket bekommen hat, weiß, ich mache das ähnlich. Und es macht Spaß, aber es ist auch eine Herausforderung. Das weiß ich auch von meinen Kunden, die dann auszupacken. Man meint es natürlich dann gut und möchte es so schön wie möglich und vor allem so sicher wie möglich verpacken. Aber das kann dauern, bis das aus ist. So, gucken wir mal, was ist denn hier angekommen? Ich bin ja bald auf Tour in der Schweiz und dafür habe ich mir aus unserem Sortiment Lichtkraft-Untersetzer machen lassen. Sind die nicht schön? Und man sieht, die spiegeln sogar. Die sind nämlich super stabil und die nehme ich mit in die Schweiz. Jetzt bin ich total neugierig, was in dem anderen Paket ist. Ich bestelle immer so viel und habe so viele Ideen und Beate ist auch total genial, neue Dinge für unseren Shop zu finden. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Beate, dass du mich jetzt schon 16 Jahre
auf meinem Weg meiner Kunst, meiner Seminare begleitest. Also Beate war lange meine Assistentin und jetzt sind wir sozusagen Partner, was diese Sachen betrifft. Oh, herrlich. Ja, ich habe so darauf gewartet. Es gibt schon eine Tasche, die habe ich mir machen lassen vom Sternentor für dieses Jahr, das Jahressterntor der Höhenflüge. Und für die Tour in die Schweiz habe ich mir extra, das kommt raus, ihr Lieben, Lichtkrafttaschen bestellt. Ja! So! Das sind wunderschöne Shopper. Und meinen Shopper habe ich jetzt schon ein halbes Jahr und habe ihn sogar schon mal gewaschen. Super geil. Also, das war ein kleines Unboxing-Video aus meinem Alltag. Jetzt werde ich nach vielen Stunden des Malens im Garten eine Runde schwimmen gehen. Ich brauche zwischendurch immer einfach Lockerungsübungen und jetzt kann man eben von Juni bis September, Oktober endlich auch wieder im Meer schwimmen gehen. Deshalb nutze ich die Gelegenheit, mich abzukühlen und ein bisschen in der Schulter zu lockern, bevor ich dann den Endspurt mache und noch ein kleines bisschen im Atelier arbeite. Bis später. Da bin ich wieder zurück vom Schwimmen. Es hat gut getan, einfach mal den Schultergürtel zu bewegen, ein bisschen durch die Taucherbrille den Fischen zuzuschauen. Und jetzt bin ich um 7:15 um 18.45 Uhr langsam wieder hungrig. Das Mittagessen wegen des intermittierenden Fastens und 3 Mahlzeiten am Tag ein spätes Mittagessen. Jetzt bin ich hungrig und jetzt gibt es das Abendessen. Und zum Abendessen mache ich mir einen Salat mit Mandelnuss-Tofu. Ich habe noch eine Packung, die ich aus Deutschland mitgebracht hatte von DM. Ich mag den Bio-Tofu total gerne. Es gibt ihn auch von Alnatura und das gibt es zum Glück hier auch auf Mallorca. Wir haben hier halt entweder nur sehr teure Bio-Märkte oder eben Alnatura, was jetzt auch nicht so günstig ist. Und deshalb lasse ich mir, wenn ich Besuch bekomme, auch immer was mitbringen. In Deutschland, Schweiz, Österreich bekommt man doch deutlich günstigere Bioprodukte. Und da ich mich hauptsächlich davon ernähre, so gut es geht, bin ich immer wieder glücklich. Ich mache mir jetzt den Tofu in der Pfanne. Ich brate ihn mir mit ein bisschen Tamari-Soße an. Das ist fermentierte Sojasauce. Ist auch sehr gut für den Körper. Oder ich nehme halt, wenn ich etwas salzen möchte, Himalaya-Salz. Was anderes kommt mir nicht zum Würzen in die Küche. Und ich habe noch etwas Tomaten-Nuss-Soße, die ich selbst gemacht habe. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich zeige euch natürlich zwischendurch dann auch, oder ich mache zwischendurch Fotos und zeige euch das dann, wie es dann auch zum Schluss aussieht und mittendrin. Also ich freue mich drauf. Es ist fertig. Ich sitze hier auf meiner Veranda und vor mir einmal meine Vorspeise, Honigmelone mit Zimt und bei meinen Einhörnern der Salat. Also wir haben hier den gebratenen Tofu mit ein bisschen veganem Schmelzkäse, meine geliebten in Kokosöl gebratenen Salbeiblätter und Rosmarin, Cornichons, rohe Möhren, meine rote Soße, es gibt schwarze Oliven, Kapern
und irgendwo darunter wieder das Eiskraut, noch ein paar Physalis aus dem Garten und ein paar Pinienkerne. Also wenn das nicht ein wunderschöner und mit Sicherheit leckerer Salat ist. Mein Abendessen. So ihr Lieben, ein ganzer Tag ist für mich jetzt fast zu Ende. Ich habe ein köstliches Abendessen genossen. Ich werde jetzt diesen Film schneiden. Das ist dann quasi so auch ein Teil meiner Routine, weil ich ja manchmal 20 Filme im Monat aufnehme. Dieser wird deutlich länger dauern als meine normal aufgenommenen Filme, aber ich freue mich jetzt schon drauf, das zu machen. Ich werde vielleicht noch ein paar Nüsse zum Nachtisch essen, vielleicht noch einen Hafer-Crunchy und dann ist mein Essen beendet. Wir haben jetzt 7:30, dann habe ich genug Zeit zu verdauen über die Nacht und werde dann morgen um 11 Uhr das nächste Mal wieder frühstücken. Ich habe einen sehr erfüllten Tag gehabt und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich meine Tage so verbringen kann, wie es mir gut tut, als hochsensible Seele, die Sonne liebt. Und ich freue mich über eure Kommentare, was ihr vielleicht noch von mir sehen möchtet, was euch interessiert. Ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Video zum Thema zuckerfrei mache, was ich da für Alternativen wähle. Ihr seht hinter mir, ich habe hier viele Gewürze, ich habe hier Nüsse und Trockenfrüchte und viele andere tolle Sachen. Ein paar davon habe ich euch gezeigt. Ach, was ich euch noch zeigen wollte. Wegen der im Moment sehr intensiven Energiewellen habe ich einfach mal ein bisschen geforscht, was ich tun kann, um besser zu schlafen. Denn ich habe das ja in den Kommentaren von euch unter den Energiewelle-Videos von mir gesehen, dass viele von euch, genau wie ich, manchmal wirkliche Probleme damit haben. Ich habe einmal ein Pulver vom Markus Rotkranz, das stelle ich euch aber nochmal separat vor, weil ich das super toll finde, was vollkommen auf Kräuterbasis ist. Und dann habe ich ein ganz neues, das habe ich zusammen mit dem CBD bekommen. Das nennt sich CBD Sleep. Das teste ich gerade. Das sind Presslinge, auch auf Kräuterbasis und eben zusammen mit dem CBD aus dem Hanf. Ich bin mal neugierig, also die letzten zwei Nächte habe ich sehr gut damit geschlafen. Letztlich zählt für mich einfach, ich möchte glücklich, gesund und voller Lebenskraft mein Leben genießen möchte, meine Energie dafür einsetzen, euch zu inspirieren mit meinen Fähigkeiten. Ich möchte malen, ich möchte schreiben. Ich hoffe, demnächst kommt mein kleines neues Büchlein zur Lichtkraft heraus. Also ich habe noch total viel vor und demnächst kommt auch ein neues Schmuckstück. Also ich bin den ganzen Tag rundum beschäftigt mit dem, was ich wirklich liebe, um all meine Talente sinnvoll einzusetzen. Dafür bin ich auch für euch zugange, damit ich euch inspirieren kann, ebenfalls euer ganzes Potenzial zu entfalten. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch von mir wünscht. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert das Video. Ich werde noch viele, viele tolle Inspirationen für euch aufnehmen. Jetzt aber erstmal ganz herzliche Grüße aus Mallorca. Bye bye, eure Sonja Ariel von Staden.